Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag hier zu F1 2021 und mal wieder mit einer Challenge und einer Challenge, die ich mir jetzt neu überlegt habe, die ich gerne mal ausprobieren möchte. Ich will, und das hatte ich schon damals mal ein bisschen probiert, versuchen, die KI vom Start hinweg, von ganz weit hinten, so schnell wie es geht, zu überholen. Einziger Unterschied zu den anderen Sachen, die ich bis jetzt immer gemacht habe, ist, ich will mal gerne gucken, wie ist denn die Steigerung. Wir fangen jetzt hier bei 0% KI-Stärke an und werden uns sukzessive ein bisschen steigern. Sukzessive heißt immer 10er-Prozenterweise. Das heißt, im nächsten Rennen 10%, 20, 30 und so weiter bis zu 100%. Und dann will ich mal ganz gerne gucken, wie lange ich brauche, denn innerhalb von 5 Runden durchs gesamte Feld zu flügen und ob das überhaupt klappt, kam mir so ein bisschen in den Sinn, weil viele immer so denken, ich fahre KI-Stärke 20% dauerhaft. Karriere fahre ich eigentlich meistens so knapp zwischen 90 und 100%. Deshalb wollte ich mal ganz gerne mich selber mal ein bisschen versuchen, wie läuft es eigentlich ab? Wenn ich jetzt hier im Mercedes sitze mit Lewis Hamilton, wie gut bin ich denn eigentlich wirklich? Ich wünsche euch ganz viel Spaß, legen wir los. Wie gesagt, KI 0%. Gut, wir warten, bis die Ampeln ausgehen und ich denke mal, innerhalb einer Runde müsste man alle hier vorbeikommen. Es sei denn, wir kriegen jetzt hier nicht so einen guten Start hin. Hätte besser sein können. Ist doch in Ordnung. Wir sind im Übrigen hier in Silverstone, weil auch gerade hier in Sektor 1 sehr viele Kurven lauern, wo die KI natürlich gerade bei 0% und weiter aufwärts ziemlich schwach ist. Wir müssen trotzdem ein bisschen aufpassen hier beim Anbremsen. Jetzt hier so ein bisschen links aufpassen, denn der Schaden ist auf Simulation immer noch gestellt. Das heißt, wir können Unterbodenschäden bekommen und die würden uns so ein bisschen beeinträchtigen. Gerade später betrachtet, wenn die KI dann immer weiter steigt, wäre es umso wichtiger, weil 5 Runden bei einer KI-Stärke von 100%, die müssen wir auch erstmal versuchen zu knacken. Aber wir sind hier auch schon gut dabei. Bottas hier auf Platz 5, obwohl er vom zweiten Platz aus gestartet ist. Da merkt man mal, wie realistisch das Spiel eigentlich ist. Sind jetzt auch schon am Perez vorbei. Verstappen da vorne wartet auf uns. Dem müssten wir vielleicht sogar hier schon aufstappen können, weil hier wird er ein bisschen langsamer machen. Wir lassen leicht lupfen. Da wollte Perez aber gerade das mit uns machen, was Verstappen geschehen ist letzte Saison. So, jetzt hier durch die Asses. Mal gucken, ob wir hier von außen jetzt rankommen können. Und stoppt die Zeit. Erster Platz. Boah, knapp eine 1,9, die wir geschafft haben bei einer KI-Stärke von 0%. Ich würde mal sagen, springen wir gleich im selben Atemzug rüber zu 10%. Gut, KI-Stärke 10. Prinzip ist ja klar. Wir versuchen zum einen, so gut es geht, hier loszukommen und so schnell wie es geht, durchs Feld zu flügen. Und der Start, der war gut. Der Start, der war exorbitant gut gewesen. Gucken, ja. An den Alpinen kommen wir jetzt hier vorbei. In Aston Martin links müssen wir ein bisschen Ausschau halten. Der macht uns aber Platz. KI-Stärke 10 im Übrigen heißt ungefähr, dass die KI jetzt mittlerweile eine knappe Sekunde schneller ist als zu 0. Sprich, pro Punkt könnt ihr ungefähr ein Zehntel dazu rechnen, je nachdem, wie es einstellt, ob ihr jetzt was verliert oder die schneller sind oder langsamer. Guck mal, wenn die McLaren vorbeikommen, ein bisschen verschaltet. Und ganz so einfach ist es jetzt auch nun wieder nicht. So, hier langgezogen, versuchen wir es mal von außen. Sind aber auch schon jetzt am Perez dran. Dritter. Bottas wartet hier. Kommen eigentlich auch von der Pace her genauso gut durch wie bei einer KI-Stärke von 0. Aber man merkt schon, ja, ein paar Sekunden hat es jetzt schon gedauert, bis wir jetzt komplett am Verstappen dran sind und den auch gleich aufschnappen. Also hier noch nicht, aber vielleicht auf der Gegengeraden, wenn wir jetzt hier gut rauskommen und die Track Limits voll beachten. Egal. Komm, Sibushi. Ah, dann kriegen wir ihn leider nur erst hier in der Kurve. Obwohl Verstappen macht hier ordentlich zu. Eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die ja Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Hätte ich so verteidigen müssen. Aber die Zeit können wir stoppen. Ich würde mal sagen, war ungefähr 1,23 gewesen. Doofes Ende. Aber so ist es halt nun mal. Hamilton gegen Verstappen wird 2022 nicht geben. Und ich denke mal 2023 auch nicht. Oh, guck mal, schaut. Jetzt habe ich jetzt mittlerweile die KI auf 20% gestellt. Die sind jetzt ungefähr 2 Sekunden schneller. Verstappen hat nämlich eine 1,40,4 noch bei 0% gefahren. Jetzt ist es schon eine 1,38,5. Ja, und auch damit rein ins Rennen. KI-Stärke 20. Und ist ein bisschen doof, ist ein bisschen mühselig. Ich muss nämlich das Rennen immer wieder von vorne.
Ja, und damit rein ins Rennen bei einer KI-Stärke von 20. Und es ist mal ein bisschen mühselig, weil ich muss das Rennwochenende immer komplett von vorne erstellen und beginnen. Ist dann immer ein bisschen doof, aber gut. Sei es drum. Mal gucken. Ich hatte es schon vornherein gesagt, also sie sind jetzt mittlerweile schon 2 Sekunden schneller. Es kann sein, dass es mittlerweile jetzt schwierig wird, innerhalb einer Runde alle zu überholen. Aber versuchen unser Bestes, mal gucken. Der Alpha Tauri hier, wie doll er zumacht. Nee, der schreckt irgendwann zurück. Das wird auch irgendwann schön. Irgendwann die KI passt ein bisschen besser auf. Die bleibt nämlich stur, wenn sie so schwach eingestellt ist, auf ihre Linie. Und dann ist es richtig schwer, die zu überholen. So, Batterie an. Wir sind schon jetzt gleich beim Ricciardo überholt haben. 8. Platz. So, später bremsen, dass wir hier schon von außen überholen können. Ganz wilde Linie, ich weiß, aber so können wir jetzt den Ferrari auch von außen überholen. Sind schon an Norris vorbei. Aber guck mal, mittlerweile, in Anführungsstrichen, nur 5. Platz. Bei einer KI-Stärke, oh, von 0, ach, vollkommen vergessen, dass sie so langsam sind an den Kurven. Bei einer KI-Stärke von 0 waren wir schon fast Erster hier gewesen. Jetzt geht's in den SS rein. Das Doofe ist auch ein bisschen, muss ich dazu sagen, ich habe kein vernünftiges Setup, weil ich habe, glaube ich, also ich habe im Silverstone habe ich eigentlich 2 Setups, nämlich einmal nass und einmal trocken, aber ich glaube, ich habe die beiden verwechselt und ich war mir nicht mehr sicher gewesen, deswegen fahre ich hier mit einem Standard-Setup. Weil, wenn ihr erstmal ein vernünftiges Setup habt, das hole ich mir meistens immer online, dann spart ihr schon ein paar Zehnte bis eine ganze Sekunde, aber sei es drum. So, Verstappen schaffen wir nicht ganz. Hier können wir auch nicht überholen, sondern hier erst. Also, eine Runde haben wir jetzt gebraucht und knappe 10 Sekunden. Wie gesagt, die Uhr läuft ja nebenbei immer ein bisschen mit. Wie ich schon fast gesagt habe, 20% KI-Stärke heißt schon, wir brauchen eine ganze Runde, um die zu überholen. Gut, und rein damit ins Rennen. KI-Stärke 30 und ich will mal probieren, jetzt von außen in die erste Kurve reinzugehen. Je nachdem, wie der Start ist und wie wir jetzt hier durchkommen, weil der Haas, der macht ja zu. Oh, das war knapp gewesen. Nee, ich wollte mal versuchen, von außen da reinzuscheren. Im Übrigen, natürlich, ich mache hier mehrere Wiederholungen. Ich schaffe das überhaupt nicht auf Anhieb. Also da sind schon mal 4, 5 Wiederholungen dabei, bis ich dann vielleicht mal eine cleane Runde schaffe, wo ich sage, okay, die ist vorzeigbar und die passt Mr. Challenge. Was, wo habe ich denn Gasly berührt? Also jetzt habe ich Gasly berührt, aber vorher nicht. So, ich glaube, hier Ricciardo, den kriegen wir noch. Oh, ja, ja. Der ist aber hartnäckig. Hier schön von außen kriegen wir noch den Ferrari. Oh, Norris, pass auf. Gut durchgekommen. Wir sind mittlerweile schon 4. Platz. Vor uns ist Perez, dann kommt Bottas, der mittlerweile anscheinend gut starten kann. Aber ein bisschen sehr weit raus. Und Verstappen ganz weit vorne. Jetzt versuchen hier gut durch die Aces zu kommen. Ja. Also wie gesagt, es ist auch ein bisschen gemein, weil Silverstone der KI natürlich bei so einer schwachen Einstellung gar nicht liegt. Na, mal gucken. Bottas müssten wir wahrscheinlich jetzt noch vor der Start- und Zielgeraden überholen können. Nämlich hier können wir es schön rausbeschleunigen. Wenn wir uns jetzt noch einigermaßen positionieren für Verstappen. Dann kriegen wir ihn auf alle Fälle nach der ersten Kurve, nach T1, T2. Dafür müssen wir jetzt hier schön rauskommen. Ja, wunderbar. Jetzt hier schön von außen rein und dann hier in die erste Kurve. Okay, stopp. Also wir waren fast so schnell gewesen wie bei einer KI-Stärke von 20. Wobei man sagen muss, ich glaube, bei 20 habe ich auch ein paar kleinere Fehler gemacht. Ja, KI-Stärke 40 rein ins Rennen und mal gucken, ob wir jetzt uns ein bisschen nach außen positionieren können. Oh, der Williams kommt hier vorne gar nicht weg. Ja, nee, hier ist ein Haas. Shit. Mal gucken, jetzt hier in die Lücke reinstechen.
Oh ja, oh ja, oh, ist ein Auto verloren. Weg, 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 weg. Mit viel Drücken. Ja, alles gut, Jeff. Ja, ja, 5 Runden, das kriegen wir doch hin, Jeff. Der Motor wird jetzt nichts explodieren, nicht so viel. Ja, man merkt aber schon, die kommen schneller um die Kurven herum. 9. Platz aber immerhin schon mal. Aber die 4 Sekunden, die jetzt mittlerweile schneller sind, oh, da bleiben wir lieber zurück. Oder, oh, 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 ah, Track Limits. Ah, Track Limits. Kann man da noch in rein, zu dritt hier rein? mit Schubsen und Keilerei kamen wir da durch. 5. Platz, Norris, Paris, Bottas. Wie gesagt, erstaunlich, Bottas bei einer höheren KI-Stärke. Startet er anscheinend richtig gut und Verstappen ganz vorne. Schön Unterboden beschädigt. Ja, komm. Oh, dass der Honda aber so viel schneller ist. Na gut, das, nee, McLaren, was hat denn mittlerweile drin? Ferrari? Ja, genau. Dankeschön. Komm, jetzt Paris. Ja, oh, schönes Überholmanöver, schönes Überholmanöver. Wir brauchen aber jetzt ein bisschen länger, aber okay. Seitenkästen und Unterboden ist ein bisschen kaputt. So, Bottas, stechen wir jetzt hier rein. Dankeschön, Bottas, danke dafür. Man merkt, dass du nächstes Jahr nicht mehr im Mercedes sitzt. Ja, gut. Auch wenn wir jetzt die Schäden haben, man merkt das einfach wirklich, dass die KI wesentlich stärker geworden ist. Aber Verstappen sollten wir jetzt auch irgendwann bald bekommen. Aber wir müssen auf alle Fälle, wenn die KI stärker wird... Ah ja, danke schön. Wenn die KI ein bisschen stärker wird, müssen wir trotzdem irgendwann darauf achten, dass wir unser Wagen nicht allzu sehr beschädigen. Oh, hier schon mal ein bisschen vorbereiten, schon mal in Lauerstellung. Die Zeit gut im Auge behalten. Ja. Oh, da braucht man sehr lange. Kommen wir zwar ran. Ich denke mal jetzt hier nach der Kurve werden wir ihn kriegen. Schön jetzt hier von außen den Schwung mitnehmen. Und da geht er ab. Gut, 1. Platz haben wir geschafft. Ja, und damit rein ins Rennen. KI-Stärke liegt bei 50%. Wir warten ab, bis die Ampeln ausgehen und hoffentlich mal gut wegkommen. Ja, geht so einigermaßen. Könnte besser sein. So, rein in die erste Kurve. Den Williams, den kriegen wir noch. Ja, man merkt aber ein bisschen, die sind in den Kurven besser und bissiger. So, das war, glaube ich, jetzt hier. Ocon ist vor uns, genau. Weiter vorne ist nämlich hier Alonso. Der ist jetzt genau vor uns. Oh Gott, der kämpft hier ordentlich. So, Gasly, Alonso. Wir sind auf dem 11. Platz. Gar nicht mal so verkehrt. Was wir jetzt hier probieren werden, ist folgendes. Wieder schön von außen. Gasly kriegen wir da richtig schön. Und jetzt Alonso auch von außen. Also im Übrigen, ich gucke gar nicht, wer hinter mir ist. Die müssen selber aufpassen. Oh, schön durchgekommen. Schönes Überholmanöver. Wir kommen natürlich jetzt auch mittlerweile bei einer KI-Stärke an, wo wir anfangen, jetzt die Rennen ein wenig zu schneiden. Also es kann sein, dass ihr einfach mal ein paar Cuts seht, weil es vielleicht einfach zu lang dauert. Denn ich denke mal, bis wir jetzt hier an alle vorbei sind, wird es schon mal gute 2 Runden dauern. Ach, der Ferrari, boah, hat da aber nochmal ordentlich gekämpft. Jetzt sind wir schon mittlerweile hinter Norris auf Platz 6. Versuchen jetzt den Schwung für Start und Ziel gerade zu holen. Die sind noch so schwach, dass wir wirklich hier in den Kurven versuchen können anzugreifen, beziehungsweise dran zu bleiben und dann hier anzugreifen. Das geht alles noch. Mal gucken jetzt hier beim Anbremsen. Einfach spätes Bremsen, bisschen reindiven. Das passt alles noch ganz, ganz gut. Hier auch schön ausbeschleunigen, den Schwung ein bisschen mitnehmen. Natürlich nicht mit so einem Quersteher.
So, rein die Elsters direkt hinter Perez. Kriegen wir den hier? Oh ja. Oh, ah, guck mal. Habt ihr das gerade gesehen? Der hat ein bisschen gezuckt. Mittlerweile sieht die KI auch so ein bisschen, wo du bist und macht dementsprechend auch auf, um keinen Schaden zu erleiden. Macht's für uns natürlich umso einfacher. Oh, jetzt kommt Perez nochmal. Der will nochmal den Konter setzen. Aber nicht mit uns. Unser Teamkollege Bottas sollte eine riesengroße Gefahr sein, weil Vertrag für Alfa Romeo ist ja schon unterschrieben für 2022. Und damit sind wir auch schon in der zweiten Runde. Also mittlerweile haben wir schon zwei Runden jetzt hier gebraucht. Bottas sollten wir wahrscheinlich jetzt hier auch kriegen. Diven wir auch mal ordentlich rein. So, direkt jetzt im Diffuser von Verstappen. Oh, jetzt habe ich natürlich die Kurve nicht gut genommen, obwohl DRS haben wir nämlich jetzt schon offen. Ja, dritte Runde mittlerweile schon. Also das war jetzt hier nicht so dolle gewesen, aber wir haben es am Ende doch geschafft. Der Start ist halt umso wichtiger. Und natürlich bei einer KI-Stärke von 0%, da war es am Anfang auch relativ einfach. Viele Kurven, aber das rächt sich mittlerweile, weil die KI natürlich jetzt immer besser wird in den einzelnen Kurvenpassagen. So, damit auch jetzt KI-Stärke 60 mittlerweile angekommen. Die Ampeln gehen gleich aus. Boah, der Start ist nicht gut, wa? Was natürlich immer auch hier geil gemacht ist, eigentlich, dass dieser Zyklus, dieser Startzyklus immer unterschiedlich ist. Manchmal ganz früh und manchmal stehen wir dann sekundenlang schon fast gefühlt, bis überhaupt erst losgeht. So, kriegen wir hier noch Lance Stroll? Ah ja, guck mal, die passt mittlerweile ordentlich auf. So, fest. Fette jetzt von außen. Oh, puh. Muss der gerade selber irgendwo ausweichen. Sehr schön. 11. Platz. An Tsunoda sind wir vorbeigekommen. Jetzt beim Anbremsen. Ja. Ah, die Linie ist immer geil. Schön von außen und außen. Jetzt ausbeschleunigen. Gasly. Ricciardo ist vor uns. Oh, wir kommen hier richtig gut durch. Es ist aber auch immer eine Sache, wa? Wenn wir natürlich jetzt so ein bisschen die Zeiten messen, wie und wann wir wo durchkommen. Hier zum Beispiel in Elsters mittlerweile, ey, wirklich Ruhe walten lassen. Die halten ordentlich gegen. Abwarten und Tee trinken. Und versuchen hier vielleicht ein bisschen besser rauszubeschleunigen. So wie hier. Ich weiß nicht. Nee, schaffen wir hier nicht. Aber schön von außen. Technum ist auch eingehalten. Den Ferrari, da können wir richtig schön reindiven. So eine schöne langsame Kurve, da können wir richtig schön reinbremsen. Gut, 6. Platz. Immerhin. Ah. Nee, no, es wehrt sich hier. Na komm, ich mach den Hamilton. Ah. Gut gemacht. Schön überholt. Ich hoffe, er überholt mich jetzt nicht hier. Nee, macht er nicht. Steckt da ein bisschen zurück. Das ist sehr gut. Oh, der nächste ist, glaube ich, genau Perez. Dann kommt Bottas und dann ist schon Verstappen dran. Also, in der zweiten Runde werden wir alle nicht bekommen, aber ich denke mal Ende dritter Runde. Wieder hier reingejumpt bei Perez. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran!
Hier werde ich das diesmal ein bisschen Ruhe walten lassen, damit wir schön. Wollte schon sagen, rausbeschleunigen können, aber da war Bottas doch sehr langsam noch in der Kurve. DRS ist auf. Bottas, werde ich nicht zu sehr, bitte. Bin der 40 Millionen Dollar Mann. Im Übrigen habe ich letztens gelesen oder gesehen, bei TikTok war es gewesen. Schöne Grüße geben mal raus an denjenigen, der das mal so ein bisschen offengelegt hat, dass Hamilton 40 Millionen Dollar verdient. Aber ich glaube, das war noch Stand 2021 gewesen, weil Verstappen war noch bei 25 Millionen gewesen. Und dieser kriegt, glaube ich, jetzt mittlerweile wesentlich mehr. Also, falls ich mich jetzt gerade versprochen habe, Hamilton natürlich 40 Millionen. Also rein in die Asses. Da ist auch schon der Verstappen. Den kriegen wir aber auch gleich. DRS ist auf. Wenn nicht hier, dann auf alle Fälle nach der Kurve. Obwohl, du schießt jetzt einfach hier rein. Ja, wunderbar. Ich glaube, ein Ticken früher als auch bei der KI-Stärke von 50. Ja, und damit rein bei einer KI-Stärke von 70%. Boah, ey, wie sehr willst du einen Start verschlafen, frage ich euch. Reinbremsen, Stroll haben wir. Ah, ist mittlerweile geil, dass die KI ein bisschen mehr aufpasst. Denn wir sind immerhin 11. Platz. Ocon vor uns. Mal gucken, ob wir den jetzt noch gleich kriegen, mit unserer Taktik hier sehr weit von außen den Schwung mitzunehmen. Ja, sehr schön. Dadurch kriegen wir auch jetzt wahrscheinlich hier Alonso. Mal gucken, wir setzen uns mal jetzt hier außen hin. Wunderbar, ist nämlich die bessere Linie, um jetzt hier zu überholen. Drücken natürlich ein bisschen ab. Und damit sind wir 9. Platz hinter Gasly. Aber merkt mittlerweile, er stagniert dadurch jetzt ein bisschen. Also ich denke mal nicht, dass wir vor der dritten Runde an alle vorbeikommen. Batterie an für die Gegengerade. Schön, sind wir vorbei. So, Ferrari kriegen wir auch. Nur Sainz nicht, da wollten wir jetzt mal nicht so reinstechen. Da gehen wir sehr weit. Leichte Berührung mit Sainz. Jetzt nicht die feine englische Art. Aber wir sind ja auch Lewis Hamilton. Uns ist alles egal. Hier ein bisschen verteidigen. Sechster Platz mittlerweile. Wir sind in der zweiten Runde. Ricciardo, Perez, Bottas und Verstappen vor uns. Schwung jetzt hier mitgenommen. Wunderbar. Hui. Das ist übrigens der Move, den, glaube ich, mal Vettel gegen Verstappen machen wollte. Vettel damals auf dem Ferrari unterwegs. Und Verstappen war schon im Red Bull oder zumindest Tauri gewesen. Oder zumindest in diesem Tochter-Team. Und jetzt Vettel, den Verstappen hinten schön reingefahren ist. Dieser Move war es quasi gewesen. Da vorne ist doch Norris, den habe ich vollkommen vergessen. DRS haben wir offen, aber Perez auch. Wir sind schon in der dritten Runde. Ja, hier von außen ein bisschen. Catchy, catchy, Millimeterarbeit. Jetzt nimmt Norris so ein bisschen als Windschatten, als insgeheim DRS-Moment, damit Perez uns nicht nochmal kontern kann. Ja, komm, wir wagen es einfach. Ja, hui. Huh, okay. Ah, guck mal, wenn ihr mal vorne seht,
Bottas, den kriegen wir, glaube ich, noch Anfang nächster Runde. Das wird kein Problem. Aber dann ist schon der Verstappen relativ weit weg. Und wir sind in der nächsten Runde schon in der vorletzten Runde, in der vierten nämlich. Da ist nicht mehr viel Zeit. So, Flügel ist offen. Zieh, Buschi, zieh. War sehr weit. Ah, da kommt nochmal der Konter von Bottas. Aber kann sie jetzt auch nicht mehr erwähnen. Jetzt haben wir nur noch Verstappen vor uns. Den werden wir Ende dieser Runde oder Anfang nächster Runde erwischen. Also überholen werden wir ihn auf alle Fälle, wenn wir jetzt hier keinen Fehler machen. So, da sind wir mittlerweile auch dran. Mal gucken, wie wir jetzt hier T1 erwischen. Volles Risiko. Weil hier noch vielleicht für DRS nämlich dran bleiben. Ich glaube, wir waren jetzt ein Sekundenfenster gewesen. Ja, waren wir auch. Aber es wird, glaube ich, jetzt hier nicht reichen. Täuschen mal so ein bisschen an, dass wir nach innen gehen. Ach, macht aber auch keinen Move oder irgendwie so. So, jetzt hier von außen den Schwung mitnehmen. Und ab geht er, der Peter. Ja, ui, hart ist umkämpft. Wart noch ein bisschen ab, die Zeit doch nicht stoppen. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Oh, habe ich den Hamilton von 2021 gewahrt. So, KI-Stärke 80. Und ich denke mal, persönlich gesehen, komme ich schon an meine Grenzen. Denn die 70er, die waren schon heftig gewesen. Da konnten wir Verstappen gerade mal in der letzten Runde überholen. Wir versuchen es jetzt hier nochmal bei 80, aber wie gesagt, ich denke mal 90 und 100 sind für mich persönlich schon fast gar nicht mehr möglich. Besonders halt nicht mehr richtig sauber zu fahren. Da müsste ich mich versuchen, hier schon mit aller Gewalt irgendwie durchzuschieben. So ein bisschen wie es hier ist. Weil dafür bräuchte ich einfach ein bisschen paar Runden mehr. Zumindest vielleicht eine Rennlänge von 25%. Aber wir können jetzt hier Ocon und Tsunoda aufschnappen und sind damit jetzt auch gleich 10. Platz schon mal. Und da vorne wird auch ordentlich gefeilt. Also mittlerweile feilt natürlich auch die KI ordentlich. Das kommt uns zugute. Wir können jetzt hier schön Vettel ausschnappen. Oh, Vettel ist noch außen. Oh, Vettel ist jetzt nicht mehr hinter uns richtig. Na, kriegen wir Gasly vielleicht doch in der Kurve? Ich denke mal schon. Ah, hinter Sainz jetzt. Da kann man nämlich jetzt auch reindiven. Schön spät gebremst. Das ist eigentlich nicht mal so die feine englische Art. Aber solange wir jetzt ein paar Berührungen aus dem Weg gehen, geht es immer noch. Ich versuche jetzt wirklich trotzdem noch sauber irgendwie hier zu überholen. Sehr gut, wir sind nämlich auch mittlerweile schon in der dritten Runde und ja, es wird nicht einfacher. Also natürlich, wir bleiben hier locker dran und können auch wieder so ein bisschen ranrutschen, gerade auch für DRS jetzt hier gleich, aber trotz all dem sehe ich es nicht, dass wir in der Runde sogar noch den Norris schaffen, dafür ist er zu weit weg. Leclerc aber ordentlich hier am Fighten. So, kommen jetzt hier schön mit DRS ran.
können jetzt versuchen, uns jetzt hier wieder schön den Schwung mitzunehmen. Ja, das war sehr schlecht gewesen. Ja, also man merkt es auf alle Fälle. Das ist halt wirklich das Ende. Also für die 5-Runden-Challenge könnte man öfters mal machen. Muss ich nur ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Aber die 5-Runden-Challenge sind, glaube ich, jetzt hier in Silverstone bei KI-Stärke 80 aber auch vorbei. Man muss auch dazu sagen, zum Ende natürlich sind die Sprünge schon exzessiv hoch. 10 Punkte oder 10%, je nachdem, wie man es immer nennen möchte, die KI-Stärke, die sind schon extrem, weil die sind dann halt einfach eine gute Sekunde schneller. Aber wir sind jetzt schon in der vorletzten Runde. Norris kriegen wir jetzt hier auf alle Fälle. Auch wenn er jetzt versucht, jetzt ein bisschen zu verteidigen. Versucht lange außen zu bleiben. Ist aber jetzt unsere Kurve. Bottas ist auf alle Fälle mit Perez beschäftigt und könnte wahrscheinlich schneller. Und Verstappen sehen wir auch ein bisschen, aber ah, der biegt da gerade schon rechts ab. Nee. Oh, die beiden geben sie es aber jetzt hier vorne. Oh, tolles Überholmanöver von Bottas. Ob wir Perez jetzt auch hier kriegen. Vielleicht haben wir jetzt nochmal gleich DRS offen. Ah, Perez gibt nicht auf, wa? Aber jetzt können wir von außen hier versuchen, wieder den Schwung mitzunehmen. Sind dran am Berg, schön im Windschatten. Na, macht er den Move nach innen? Macht er nicht. Wir machen den Move, aber wie gegen Verstappen. Hauen einfach hier rein. Und mal gucken, ob wir noch den Bottas kriegen. Aber ich denke mal eher nicht. Jetzt hier den S. Es wird sowieso im Windschatten immer schwieriger, hier in den Kurven drin zu bleiben. Weil die einfach jetzt auch wesentlich schneller sind. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier noch dran bleiben, könnten wir es schaffen. Ja. Oh, schön von außen hier. Ja, Freude der guten Laune. Das war's gewesen. KI-Stärke 80 auf Silverstone. Und das ist für mich so das Maximum. Selbst wenn ich es nochmal probieren könnte, könnte ich vielleicht gerade noch so Verstappen schaffen. Aber keine KI-Stärke 90, also zumindest nicht bei 5 Runden. Ansonsten haben wir es geschafft, KI-Stärke 80 vom letzten Platz aus auf den zweiten Platz innerhalb von 5 Runden. Schreibt mal gerne in die Kommentare, würdet ihr diese Challenge auch mal ausprobieren? Wie fandet ihr die Challenge? Wollt ihr sie gerne mal auf allen Rennstrecken sehen? Würde mich freuen, dann sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss. Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.